Also, Parfümfläschchen, die kriegt man ja gratis, Muster. Früher wusste ich nicht, wie man daraus ein Röhrchen machen kann, aber mit dieser Feile da einfach dieser Kante entlang ringsum feilen. Schwach, dann bricht das ab, problemlos. Das gibt dann so einen schönen Schnitt. Das da ist mir ein bisschen missraten, aber eigentlich nicht der Bruch, sondern nachher habe ich statt mit Schmirgelpapier das so mit einer groben Feile schleifen wollen. Das geht nicht, das bricht dann. Also die scharfen Kanten mit einem Schmirgelpapier. Nachher abfeilen. So, kein Problem also, sich solche Röhrchen machen aus Parfümmustern. Vorher noch das Parfüm verbrauchen, dann natürlich gut auswaschen.